Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer freien Themennacht. Wir haben kein Thema heute und das bedeutet, dass ihr mich anrufen könnt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Egal über welches Thema, wobei wir natürlich wahrscheinlich schwerpunktmäßig über ein Thema reden werden, weil euch das beschäftigt. Ich weiß es nicht, wir werden mal sehen. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und der erste Anrufer ist Stefan. Und Stefan ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Stefan. Um was geht's bei dir? Ja, wie schon vermutet, Irakkrieg. Um den Krieg, ja. Ja. Ich sag mal, grundsätzlich vorneweg, Krieg ist nicht die beste Lösung. Das mal ganz klargestellt, aber ich sehe es einfach so, dass es für den Irak diesmal keine andere Möglichkeit mehr gab. Mhm. Warum siehst du das so? Ich sag mal so, es ist zwar etliche Jahre her, aber mit den Waffenkontrollen haben wir als Deutsche ja selber genug Erfahrungen gemacht nach dem Ersten Weltkrieg. Und was die Waffenkontrollen damals gebracht haben, haben wir am Zweiten Weltkrieg gemerkt. Ja gut, aber die Vergleiche sind vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt und historisch auch nicht so ganz in Ordnung. Sagen wir mal so, aufgrund dessen ist ja unter anderem die UN hinterher mitgegründet worden, damit es nicht nochmal so weit kommt mit einem diktatorischen System, dass es so weit aufrüsten kann, um eine weltweite Gefahr überhaupt erstmal darzustellen. Ja, aber die Gefahr bestand ja jetzt überhaupt gar nicht mehr, nach Aussagen der Kontrolleure. Und Herr Blix hätte ja gerne noch etwas mehr Zeit gehabt, wie er gesagt hat. Er hätte gerne mehr Zeit gehabt, aber ich sag mal, davon ausgegangen, dass auch die unabhängigen Berichte jetzt stimmen, dass Skat-Raketen abgeschossen wurden Richtung Kuwait, die angeblich seit 91 im Irak gar nicht mehr existieren. Da kann ich nur sagen, da waren die Kontrollen zumindest in dem Punkt schon mal nicht so besonders erfolgreich. Ja. Was ja auch zumindest die Geheimdienste immer behauptet haben. Ich sage okay, extra behauptet. Aber es ist doch absurd. Hier ist ein Land, von dem man kann im Prinzip davon ausgehen, dass es keine Massenvernichtungswaffen hat. Und es wird ein so ungeheuer großer Krieg vom Zaun gebrochen und es gibt genügend Länder auf der Welt, die Massenvernichtungswaffen haben, Atomwaffen haben, Diktaturen, die Atomwaffen haben und da wird nichts gemacht. Und ich kann dir sagen, ich kriege immer mehr einen Hals, wenn ich vor dem Fernseher sitze, heute auch und gestern, und heute Herrn Rumsfeld höre, wie er fast mit seinem suffisanten Lächeln da steht bei einer Pressekonferenz und sagt, es wird bald einen Militärschlag geben, wie die Welt ihn noch nicht gesehen hat. Gut. Also da setzt bei mir wirklich alles Verständnis aus. Und ich habe nur noch Wut und fühle mich wirklich so hilflos, weil ich überhaupt gar nichts dagegen tun kann. Ich sag mal so, ich find's auch nicht gut, dass das Ganze ohne UN-Mandat etc. läuft. Ganz klare Geschichte. Ja, aber das darf man ja nicht als Einschränkung sagen. Das ist ja ein ganz, ganz großes Argument, ist das ja. Das ist ein Völkerrechtsbruch, der da stattfindet, vor unseren Augen. Ich sehe es aber auf der anderen Seite auch so, wir gehören als Deutschland, ich sage extra mal nur Deutschland jetzt, sowohl zur UN wie zur NATO. Wir waren 40 Jahre lang froh, dass wir den Schutz durch Amerika unter anderem hatten in der NATO. Das bestreite ich ja auch niemand. Aber nur jetzt auf einmal heißt es dann, wir halten uns aus der UN raus, selbst wenn die UN sagt, wir erteilen denen das Mandat, wir wollen damit nichts zu tun haben. Selbst wenn die NATO sagt, wir wollen damit nichts zu tun haben. Das ist eine Kritik an der deutschen Position. Ich stimme mit dir auch völlig überein, dass Amerika sehr gute Sachen für unser Land gemacht hat. Da gibt es gar nichts zu reden. Dass Amerika die Freiheit Westberlins garantiert hat, das darf man ja auch nicht vergessen. Aber all das, was an Gutem passiert ist in der Vergangenheit, rechtfertigt nicht das, was jetzt passiert. Und das darf nicht dazu führen, dass man Unrecht hinnimmt, obwohl die Amerikaner auch sehr viel Gutes und sehr viel Recht vollzogen haben und vollbracht haben in Deutschland. Ich sehe es auch so, dass Krieg immer Unrecht bedeutet. Gar kein Thema. So, jetzt frage ich dich aber, wenn du dann doch eher so ein Befürworter bist, würdest du gerne an vorderster Front dort mitkämpfen? Würdest du es machen? Ich sage mal so, wenn ich den Beruf des Soldaten gewählt hätte, dann wäre ich mir darüber klar gewesen und dann würde ich meiner Verpflichtung auch nachkommen. Natürlich, wenn, ja, sicher. Nur, aber ich bin
nicht Soldat. Ich musste auch meine Wehrpflicht nicht komplett ableisten. Deswegen habe ich da vielleicht leicht reden. Aber ich trage genauso auch jetzt das Risiko von mir aus erhöhter Anschlagsrisiken hier in Deutschland oder weltweit, wenn ich Urlaub mache. Ja. So wie jeder andere Mensch dieser Welt auch. Diese Risiken sind vielleicht demnächst noch viel größer durch diesen militärischen Einbruch in dem Irak, als es vorher war. Ich sehe einfach, Stefan, die vielen, vielen Menschen, unschuldigen Menschen, die dort sterben werden. Wer hat denn demonstriert für die vielen unschuldigen Menschen, die bisher im Irak sterben mussten? Normalerweise hätte die UN-Resolution, die ganz klar gesagt hat, dass ein Krieg beginnt, spätestens schon dann durchgesetzt werden müssen, Stefan, als der Saddam hingegangen ist und Giftgas eingesetzt hat gegen die eigenen Leute. Absolut, das sind meine Argumente. Da hätte man auch demonstrieren müssen. Aber nur weil man damals nicht demonstriert hat, ist das jetzige Demonstrieren nicht falsch. Nein, es ist nicht falsch. Nur, wer demonstriert gegen Saddam? Ich habe nie eine Demonstration gegen den Kerl erlebt. Ja, aber auch, ich wiederhole es nochmal, die Tatsache, dass nicht gegen ihn demonstriert wurde, legitimiert jetzt nicht einen Militärschlag. Nein, aber der Militärschlag hätte schon, wenn die UN handlungsfähig wäre, schon vor Jahren erfolgen müssen eigentlich. Laut den restriktiven Forderungen, die die UN aufgestellt hat, durch Giftgaseinsätze gegen Kurden, gegen weiß der Geier wen noch. Gut, aber es gibt eben kein, wir halten einfach fest, dass es kein UN-Mandat für diesen Eingriff gibt, richtig, dass der Weltsicherheitsrat nicht einstimmig hat entscheiden können. Und daran halte ich mich auch in meiner Argumentation. Das ist schon okay, nur ich sage auch ganz klar, ich denke mal, dass die Forderungen der UN nur dann eine Chance gehabt hätten, wenn auch die Front geschlossen dagestanden hätte. Eine geschlossene UN, eine geschlossene NATO. Ja. Und dass es im Endeffekt jetzt so weit gekommen ist, denke ich, liegt zum Großteil mit daran, dass diese Front nicht geschlossen war. Nein, und dass er sich da Hoffnungen gemacht hat. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir eine sehr militaristische Führung in den USA haben, die von Anfang an nichts anderes im Sinn hatten, als genau das zu tun, was sie jetzt machen. Und ich stelle auch immer wieder die Frage, warum gerade der Irak? Warum nicht Nordkorea? Warum nicht China? Ebenfalls eine Diktatur mit vernichtendem Waffenpotenzial. Richtig. Warum gerade da? Gut, aber ich sag mal, die Reihenfolge oder wie, was, wann, wo passiert, ich denke mal, da fehlt mir ganz klar auch der tiefste Einblick. Ja. So tief kann auch ich garantiert nicht blicken, da fehlen mir sehr, sehr viele Informationen. Gut, aber wir beide sind uns einfach einig, wir haben leicht reden. Wir sitzen hier satt und fett in Deutschland. Richtig. Uns geht's brillant. Und wir müssen wirklich an die Menschen denken. Ich habe es mir wirklich gestern Nacht vor Augen geführt. Ich habe es gesehen, als die ersten Schläge. Was das für ein Gefühl sein muss, jetzt im Irak zu leben, in Bagdad zu leben, als ganz normaler Bewohner. Und zu wissen, es kann sein, dass wir unter Umständen bald in Schutt und Asche hier gelegt werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eigentlich über die letzten Jahre, egal ob das jetzt Bin Laden oder Saddam oder irgendeiner von diesen Idioten ist, einen einzigen Wunsch. Ja. Nur das ist leider in unserer Gesellschaft nicht durchführbar. 100 Millionen Kopfgeld auf jeden von denen und das Ganze wäre billiger und sauberer erledigt. Ja. Nur gibt es ein hohes Kopfgeld auf Bin Laden und das funktioniert auch nicht. Ne? Ja, anscheinend ist es noch nicht hoch genug, aber ja, ich sag mal, in entsprechender Höhe und es würde funktionieren. Ja. Und das würde weniger Menschenleben, weniger Kulturen und einfach weniger Blutvergießen bedeuten. Ja. Und das wäre mir wesentlich lieber. Nur das kriegt man in heutiger Zeit nicht durchgesetzt. Ich danke für deine Meinungsäußerung, Stefan. Ja. Und verabschiede mich von dir. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Auch zum Thema Irakkrieg will ich euch ein bisschen Post vorlesen. Ein Zitat, das mir jemand gefaxt hat. Ich weiß nicht, wer es ist, aber ein Zitat von Sir Peter Ustinov. Der schreibt: Terror ist der Krieg des armen Mannes. Krieg ist der Terror des reichen Mannes. Terror ist der Krieg des armen Mannes, Krieg ist der Terror des reichen Mannes. Dann Wolfgang mit einem kurzen Statement. Hallo Domian, wenn der 11. September in Deutschland gewesen wäre, dann hätten wir als Erste nach den Amis gerufen. Eine Mail aus den USA und da schreibt die Caroline: Hallo liebes Domian-Team, zurzeit bin ich im Rahmen des parlamentarischen Patenschaftsprogramms in
Washington DC. Ich werde aufgrund dieses Krieges vom Kongress-Bundestag-Stipendium zurücktreten und die USA verlassen. Der Medienterror ist hier in den USA einfach unglaublich, total einseitig pro Krieg. Und darüber hinaus werden die Menschen, die hier leben, verängstigt und in Panik versetzt. Eigentlich ist diese einseitige Berichterstattung unverständlich, denn freie Presse und Rede wird in der US-Verfassung garantiert. Also, ich werde die USA verlassen. So, jetzt geht's weiter mit Sonja. Und Sonja ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Sonja, was hast du für ein Thema? Ja, natürlich auch den Irakkrieg. Ich muss noch mal sagen, vielen Dank für dein kurzes Statement über Mr. Rumsfeld. Ja. Das hat, also Hilflosigkeit ist noch eine der gelindesten Wörter, die mir dazu einfallen, wenn ich diesen Herrn da auf der Mattscheibe sehe. Du hast es heute Abend auch gesehen. Ja. Es ist ungeheuer erschreckend. Ach, dieser Mann ist erschreckend. Mhm. Erschreckend ist auch, wo er steht und wie lange er schon da gestanden hat. Mhm. Also es ist unglaublich, was da drüben ist. Deine Meinung denn grundsätzlich zu all dem, was passiert? Würdest du dich dem Stefan anschließen, der gerade gesprochen hat, oder hast du eine ganz andere Auffassung? Also für mich ist Töten in jeglicher Form absolut mit meiner Moral nicht zu vereinbaren. Mhm. In keinster Weise, ob es jetzt Krieg ist, ob es die Todesstrafe ist, ob es andere Dinge sind. Mhm. Und ich glaube ganz einfach, warum ich mich so aufrege, gerade wegen dem Irakkrieg jetzt. Ich glaube ganz einfach, dass das USA hingeht und aus eigenen wirtschaftlichen Gründen und Argumenten da jetzt den Krieg führen möchte. Das haben sie damals in Afghanistan deswegen getan und mit Sicherheit nicht, um den Taliban da wegzuschießen, weil die ja alle so böse sind. Das haben sie gemacht, weil sie damals eine Pipeline da durchbauen wollten und das haben sie nicht gekriegt, weil die Taliban den Stinkefinger gezeigt haben. Ja, gut. Ich glaube, dass der Fall in Afghanistan ein anderer war. Ich habe es damals auch befürwortet. Ja? Ja, weil es da klar war, dass letztendlich die Zelle bei den Taliban lag und das die... Ich spiele es auf dem Bin Laden. Genau, ganz genau, ja. Aber also, das ist nie nachgewiesen. Ja, aber... Ja, also wir müssen auch vorsichtig was die Propagandamaschinerie von Amerika da treiben kann. Gut, aber wir haben ja auch noch unsere eigenen Medien und auch unsere unabhängigen Berichterstatter. Ich glaube, dass man die beiden Fälle gar nicht so sehr miteinander vergleichen kann. Zumal jetzt wirklich die Völkergemeinschaft das nicht gewollt hat, ne? Das ist ja immer das ganz große schlagende Argument. Ja, das stimmt natürlich auch in dem Sinne, da hast du auch recht. Was ist denn deine Meinung, wie soll man denn mit... Man muss ja immer vorsichtig sein, wenn man sich im Moment gegen Amerika ausspricht und gegen die amerikanische Politik. Mhm. Man muss ja immer auch sehen, was für ein schrecklicher und blutrünstiger Diktator Saddam Hussein ist. Ja, ne? Absolut. Ich habe letztens noch in einem Sternartikel Bilder gesehen von getöteten Menschen da. Wie er die Kurden vergast hat beispielsweise. Grausam. Ja. Also keine Frage, aber da muss ich auch, genau gebe ich dir auch recht, was du vorher gerade gesagt hast zu meinem Vorredner. Es gibt sehr, sehr viele Nationen auf dieser Welt. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Diktaturen auf dieser Welt, die mit den absolut schrecklichsten Methoden die Menschen unterdrücken. Und da stelle ich genau die gleiche Frage, warum Irak? Ja. Warum jetzt? Und dann fange ich dann an zu hinterfragen. Und ich frage mich auch, mit welchem Recht Verlogen ist ja daran, dass die Amerikaner oftmals die wirklich die heftigsten Diktatoren unterstützen. Ja, natürlich. Ne? Solange Saddam ist ja auch gemacht von denen. Ja. Das wollen wir auch nicht vergessen. Die Taliban wurde damals auch gemacht von Amerika. So, dennoch, was meinst du, was man tun sollte? Wie sollte man mit jemandem wie Saddam Hussein umgehen? Also zum einen, ohne UN-Resolution geht da mal gar nichts. Das ist also meine absolute Meinung. Das ist, ich finde es einfach unglaublich, dass sie trotzdem diesen Krieg jetzt angefangen haben. Zum anderen, sie hätten wirklich die Inspektoren einfach mal drin lassen sollen. Mhm. Zum anderen, wenn wir mal ganz zurückgehen, was war denn, wir hatten ja schon mal den ersten, jetzt reden wir schon über den zweiten Golfkrieg, warum haben die dann plötzlich einen Waffenstillstand da vereinbart? Mhm. Was ist da passiert? Mhm. Da hatten sie doch die Möglichkeit, sie standen doch kurz vor Bagdad. Ja. Was war damals? Es gab vor ein paar Tagen ein Interview mit Herrn Blix, der wirklich äußerst verärgert und frustriert war, weil er sich ja nur wirklich äußerst bemüht hat. Ja, auch der Annan, den haben sie doch Maulkorb übergestürzt. Ja. Sei ruhig, damit wir unsere Diplomatie hier machen können. Also ich muss dir sagen, dass ich mittlerweile wirklich eine richtige Aversion gegen Amerika entwickelt habe. Wobei man immer vorsichtig sein muss, das ist eine Aversion gegen die Regierung. Es ist nur gegen die Regierung. Dennoch
habe ich es für mich entschieden. Ich wollte eigentlich im Sommer nach Kalifornien fahren. Mhm. Ich werde nicht dorthin fahren. Kann ich verstehen. Ich habe es für mich einfach so ganz subjektiv aus dem Bauch heraus entschieden. Ich habe keine Lust, dahin zu fahren, in das Land. Vielleicht noch als Deutscher beschimpft zu werden, dass man gegen den Krieg... Ja, obwohl, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich arbeite jetzt schon mindestens seit 10 Jahren für amerikanische Unternehmen. Ja. Und bei 2 auch wirklich tatsächlich, die aus Texas, Houston gekommen sind. Ne? Ja. Und man muss da schon Unterschiede machen. Mhm. Man darf natürlich nicht sich hinsetzen und diskutieren mit einem Amerikaner, wenn er gerade vor einer Stunde eine Rede von irgendeinem Regierungs-, also vom Präsidenten zum Beispiel gehört hat. Mhm. Dann sind die verblendet. Da hat man gar keine Chance, gegen anzukommen. Ja. Gibt man denen aber die Chance, 1-2 Stunden oder Tage drüber nachzudenken, dann kann man sehr ordentlich mit denen diskutieren. Das ist alles dann gar nicht. Das sind ja keine dummen Menschen. Ja, ja. Herrgott, da sind doch auch intelligente Menschen da drüben. Natürlich liegt es an der jetzigen Regierung. Absolut. Das wäre, ich könnte wirklich schwören, dass es unter der Regierung Clinton nicht passiert wäre. Ich habe auch schon das Grauen. Ich habe ja den Wahlkampf auf CNN beobachtet, als Gore gegen Bush da gekämpft hat. Ich hatte schon damals das große Grausen bekommen, weil ich gedacht habe, mein Gott, bitte lass diesen Mann nicht an die Macht. Ne? So, was können wir machen? Gar nichts im Augenblick. Demonstrieren, das ist das Einzige, aber es ist auch nur ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Wir können hier nichts machen. Das ist das Entsetzliche. Danke für deinen Anruf, Sonja. Gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Susi, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ach, ich muss aber... Moment, jetzt war das mein Fehler. Susi, da ist sie. Hallo? Hallo. Hallo Susi, guten Morgen. Du bist 30 Jahre alt? Ja. Über welches Thema unterhalten wir uns? Ich habe eben ja schon mitgehört, aber ich wollte eigentlich immer was ganz anderes sprechen. Das ist okay. Das ist halt... Wir haben eine freie Themennacht, das ist auch möglich. Ja, und zwar geht es darum, dass ich denke, dass ich meinen besten Freund und meine beste Freundin eigentlich verloren habe, weil ich ganz heftigen Mist gemacht habe. Die beste Freundin und den besten Freund verloren hast? Ja. Ja? Warum? Was hast du für Mist gebaut? Meine beste Freundin und mein bester Freund leben zusammen. Wie? Die leben zusammen, so als Paar. Mhm. Und, ich habe vor 2 Jahren mit meinem besten Freund eine Affäre angefangen. Vor 2 Jahren? Ja, und jetzt vor kurzem ist was rausgekommen. Und das lief auch 2 Jahre? Ja. Mhm. 2 Jahre lief das parallel auch zu der Freundschaft zu deiner besten Freundin? Ja. Die davon überhaupt gar nichts wusste? Mhm. Wie ist es rausgekommen? Ich lebe auch noch mit einem Mann zusammen, der auch mit den beiden befreundet ist, auch sehr eng. Und der hat uns erwischt. Also er bricht ja nur alles zusammen. Deine Beziehung bricht dann auch zusammen, oder wie? Nein, also wir sind immer noch zusammen. Das ist jetzt ungefähr 4-5 Wochen her. Mhm. Wir leben auch noch zusammen. Und aber es gab eine Erschütterung. Ja, eine ganz schön heftige. Der hat euch, also dein Freund hat euch erwischt. Ja. Und der hat das dann... auch weitergesagt an deine beste Freundin, oder wie? Ja, nach einer Weile hat es ihr dann gesagt. Mhm. Wie war die Auseinandersetzung zwischen dir und deiner besten Freundin? Ja, also zuerst wollte sie gar nicht mehr mit mir reden, ein paar Tage lang. Und das konnte ich auch verstehen, das war wohl auch besser, damit sie erstmal ein bisschen abkühlen konnte. Und dann hat sie mich besucht und hat auch ihren Freund mitgebracht. Und hat uns dann eine große Standpauke gehalten. Und wenn wir versucht haben, irgendwas dazu zu sagen... Was habt ihr denn versucht, dazu zu sagen? Was kann man denn dazu als Entschuldigung... Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe ihr natürlich nur gesagt, dass es mir leid tut. Und wenn ich es rückgängig machen würde, würde ich es tun. Und aber entschuldige mal, dass es dir leid tut. Es ist nicht mal einmal passiert. Da kann man ja sagen, es tut mir leid. Es ist 2 Jahre. Sie denkt, es ist nur einmal passiert. Also so. Ach, umso schlimmer. Ja, darum, ich wusste auch einfach nicht, was ich sagen sollte und was ich tun sollte. Und du bist du sicher, dass ihr Freund ihr nicht doch bis heute die ganze Wahrheit erzählt hat, dass es schon eben 2 Jahre gedauert hat? Nee, hat er ja nicht erzählt. Bist du mit ihm noch so in Kontakt? Ja. Wie? Mit beiden auch. Sie war heute gerade wieder hier und darum habe ich auch angerufen, weil ich dann irgendwie immer hinterher so... Aber es läuft jetzt nicht zwischen dir und dem... Nein, auf keinen Fall, nie wieder. Das habe ich ihm auch gleich dann gesagt, Ich will dir sagen, du hättest es verdient, wenn du beide verlierst.
Ja. Du hast es wirklich verdient. Wenn du deine beste Freundin mit ihrem Freund 2 Jahre lang hintergehst, das ist mit das Mieseste, was man in einer Freundschaft machen kann. Ja, ich weiß. Da gibt's nichts zu entschuldigen. Gar nichts. Also. Ich weiß. Da habe ich auch null Verständnis für. Bin ich ja völlig. Oh. Das kannst du gar nicht mehr gut machen. Das kannst du gar nicht mehr gut machen. Und du befindest dich ja zurzeit immer noch in einer Lüge. In einer fulminanten Lüge, weil du gesagt hast, es ist nur einmal passiert. Was hast du denn deinem Partner erzählt? Auch, dass es nur einmal war? Ja. Das kam mir so ein bisschen zögerlich. Ja, aber er nimmt mir das nicht ab. Mhm. Jetzt wünsche ich fast, dass einer von den 3 Beteiligten heute diese Sendung hier hört und dich erkennt an der Stimme. Ja, ich muss es wirklich so hart sagen, Susi, weil ich da... Ich wollte ihr das auch sagen, aber ich sitze dann vorher und denke immer nur, oh mein Gott, wieso... Was ist denn das für ein kurioses Ding überhaupt gewesen? War das eine reine, eine 2-jährige Sexaffäre oder hast du dich auch in ihn verliebt? Ja, ich glaube schon. Es war damals auch so, als es anfing, dass ich irgendwie jemanden brauchte. Ich hatte dann eine ganz harte Zeit. Ich habe damals mein 4. Kind verloren durch eine Frühgeburt. Mhm. Und mit meinem Lebensgefährten konnte ich nie darüber reden. Mhm. So was, da konnte ich einfach nicht... Gut, aber du hättest ja mit deiner besten Freundin darüber reden können. Du musst nicht gleich mit einem Typ reden und mit dem in die Kiste gehen. Nee, das hätte ich wirklich nicht machen dürfen. Mhm. Aber ich habe eben halt mit dem damals sehr viel gesprochen. Und irgendwann hat sich das dann so ergeben. Mhm. Wie oft habt ihr euch denn getroffen, um miteinander zu schlafen? Selten so. Es war immer mehr so zufällig, wenn das irgendwie mal so... Also es war jetzt nicht, dass wir 2 Jahre lang uns einmal oder zweimal die Woche gesehen haben, um Sex zu haben oder so. So war das absolut nicht. Immer wenn dann mal sich die Gelegenheit ergeben hat, was weiß ich, alle paar Monate einmal oder so. Also es war nicht irgendwie so eine Regelmäßigkeit oder so. Jetzt ist ja die Frage, wie du dich weiter verhalten sollst, ne? Genau, das ist das Problem. Ich kann irgendwie keinem von beiden mehr in die Augen gucken und weiß also, irgendwie ich glaube, gar nicht, wie ich mit denen sprechen soll. Und ich glaube, das Sauberste wäre, wenn du dich jetzt aus dieser Verbindung, aus diesen beiden Verbindungen zurückziehst. Ja, also ich versuche auch weniger Kontakt zu denen zu haben und so. Also es ist der Kontakt ist sehr abgeflaut, sehr eingeschränkt geworden. Und im Prinzip aus dieser Misere lernst, dass dir so etwas niemals wieder in deinem Leben passiert. Nee, dafür ist Freundschaft viel zu wichtig, dass man seine beste viel Freundin. Wichtiger. Und ich habe ihr auch gesagt, dass mir mit ihr viel wichtiger eigentlich ist. Und ich das im Nachhinein überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich könnte mir vorstellen, tun konnte. Ja, wenn du ihr jetzt wirklich die ganze Wahrheit offenlegst, dann ist es von ihrer Seite aus sowieso wahrscheinlich vorbei. Oder? Ja. Mhm. Denke ich auch mal. Dann, um sie nicht noch zusätzlich zu verletzen und um ihr das Leben nicht schwer zu machen, sag nichts, aber geh. Ja, ja. Also ich, wie gesagt... Das Opfer musst du bringen. Das ist dein Opfer. Ich von denen fernzuhalten, von beiden. Ja, das ist das Opfer, was du bringen musst jetzt, finde ich, nach dem, was du angerichtet hast. Ja, vor allen Dingen von ihm versuche ich mich ganz fernzuhalten. In diesem Sinne, Susi. Okay. Alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, unsere Telefonnummer. Unsere Faxnummer 0800 5678 110 und unsere E-Mail-Adresse lautet 1live.domian@wdr.de. Freie Themennacht heute, so wie morgen auch. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema, dann ruft mich an, faxt mir oder mailt mir. Jetzt bin ich verbunden mit Andreas, der uns, wie ich gerade gehört habe, aus den USA erreicht. Stimmt das? Ja, hallo Jürgen, hier ist Andreas. Mensch, das klingt ja so, als würdest du nebenan telefonieren. Das ist ja verrückt. Ja. Das ist ja irre. Das ist ganz gut, ja. Wo bist du in den USA? Ich sitze in North Carolina. Du hast ja gestern oder vorgestern schon mit einer Kollegin aus South Carolina gesprochen. Wir scheinen viele Fans zu haben in Carolina. Ja, an der Ostküste halt. Ja. 6 Stunden. Was machst du da? Ich arbeite dort für eine deutsche Firma. Ja.
und leite dort ein Rechenzentrum. Und du verfolgst uns im Internet? Ja. Ja, wie spät ist es bei euch jetzt? Bei uns ist es kurz vor 7:30. Das heißt, wir sind jetzt Frühstücksradio für euch, oder? Nein, es ist Abend. Ach, Abend ist bei euch. Ach so, ah ja. Ah, ja. Also 6 Stunden zurück, deutscher Zeit zurückgerechnet. Ja. Das ist ja interessant, dass du jetzt vor dem PC sitzt und aus dem fernen Germany eine Talksendung hörst und dir nicht in Amerika die ganzen Networks anguckst. Ja, aber da kommt ja auch immer nur dasselbe. Womit wir beim Thema wären. Ja. Wie empfindest du es zurzeit in Amerika? Mir geht's eigentlich ganz gut hier in Amerika. Ich komme sehr gut mit den Leuten zurecht. Ja. Es ist irgendwie keine anti-deutsche Stimmung hier zu spüren. Mhm. Die Kollegen, mit denen ich zu tun habe, die haben selber irgendwie auch sehr unterschiedliche Meinungen. Es gibt Leute, die sind sehr für den Krieg und unterstützen das sehr, sehr vehement auch in ihrer Meinungsäußerung. Es gibt auch Leute oder auch viele Leute in meiner Kollegenschaft, die einfach sagen, sie können einfach nicht verstehen, was die Gründe wirklich sind. Hast du bemerkt, nachdem der Krieg jetzt angefangen hat letzte Nacht, dass die eigentlich eher so ein bisschen kritisch waren, jetzt doch eher auf Bush-Linie gegangen sind? Nein, kann ich nicht feststellen. Ja. Also nachdem ich heute mit Kollegen diskutiert habe, ist es eher in die andere Richtung, dass die Leute, die es nicht verstehen konnten, noch weniger verstehen können. Nun lesen wir hier in Deutschland in sehr vielen Zeitungen. Ich habe gerade eine Mail aus Amerika vorgelesen von einer Frau, die dort arbeitet. Vorgestern hatte ich eine Zuschauerin, Hörerin auch an der Strippe, die das Gleiche gesagt hat. Die sagten alle, dass die Medien sehr gleichgeschaltet sind, dass wenig kritische Stimmen in den Fernsehsendungen zu Wort kommen. Siehst du das auch so? Ich würde mal sagen, die amerikanischen Medien haben einen ungeheuren Wettbewerb. Also es gibt hier Fox News, ABC News, NBC News, CNN und die versuchen natürlich die aktuellsten, was weiß ich, Frontberichterstattungen zu bringen. Und wie Bush sein Announcement gemacht hat, dass der Krieg jetzt losgehen wird, dass das Ultimatum anläuft, da ging es ziemlich schnell los auf allen Kanälen, Sondersendungen über die Waffen, also welche Waffen zum Einsatz kommen. Also es war wirklich sehr, sehr im Detail, Waffenkunde, welche Bomben eingesetzt werden und also aber es gibt keine technische Informationen auch. Ja, es gibt keine kritische Diskussion. Bei den Kanälen, die ich empfangen kann, gibt es keine kritische Diskussion. Es wird eher darüber berichtet, wie der Krieg abläuft, welche Strategien gefahren werden. Generäle werden interviewt, aber das jetzt, die dagegen sind, interviewt werden oder in Diskussionen gebracht werden, habe ich nicht gesehen. Es wird allerdings über, auch wie du damals mal angesprochen hast, es wird über Kennedy auch berichtet, über den Bruder des Präsidenten. Ja, ja. Es wird auch, also ich habe auch Ausschnitte gesehen von Demonstrationen, das wird schon gebracht, aber überwiegend geht es um die Strategien der Militärs, würde ich mal sagen. Was ja schon, also mich erschreckt das sehr, was ich jetzt von dir höre, was ich von den anderen Anrufern erfahren habe oder was ich auch in den deutschen Zeitungen lese, weil für mich Amerika immer so der Inbegriff der Freiheit und auch der Pressefreiheit war. Und dieses jetzt so zu hören, nicht nur jetzt, nachdem der Krieg angefangen hat, sondern auch im Vorfeld, finde ich sehr erschreckend, wirklich. Also was mich erschüttert hat, ist vor allem, dass die amerikanischen Medien extrem gut bereitet waren. Also die haben diese ganzen Berichte ja schon alle in der Schublade gehabt und haben einfach nur darauf gewartet, dass es losgeht sozusagen. Ja, ja. Also die waren alle in Startlöchern gestanden, hatten mindestens 4 Monate schon vorher angefangen, sich darauf vorzubereiten. Aber das ist genau das, Andreas, was auch viele Leute hier alle gesagt haben, dass dieses ganze Theater, sage ich jetzt mal, ohne es despektierlich zu meinen, in der UN für die Amerikaner völlig sinnlos war. Die Entscheidung war längst gefallen, dass sie das machen werden. Als ich vor 3 Wochen in Deutschland war, bin ich auch oft gefragt worden, ob ich denn welches Gefühl ich denn gegenüber dem Krieg habe, also bezüglich der Bevölkerung hier. Es stand meines Erachtens schon im November fest, würde ich mal sagen, dass der Krieg kommen wird. Es war eigentlich nicht die Frage, ob der Krieg kommt, sondern nur wann. Genau, ja. So haben es hier auch sehr viele Leute empfunden. Ja. Wie stehst du denn persönlich zu den Ereignissen? Ich persönlich finde den Krieg, wie er jetzt abläuft, nicht gut. Ich finde nicht gut, dass es ohne UN-Mandat abläuft. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass Saddam Hussein sicherlich, wie du schon auch gesagt hast, kein Waisenknabe ist. Mhm. Ich
ich denke, dass er auch die Waffeninspektoren an der Nase rumgeführt hat. Mhm. Das glaube ich auch. Ich denke, man früher oder später hätte man was machen müssen, aber so wie es jetzt läuft, finde ich nicht gut. Mhm. Wie lange wirst du noch in den USA bleiben? Ich werde voraussichtlich bis Mai 2004 in den USA bleiben. Ah ja, das ist ja noch eine ganze Weile hin. Das ist noch eine ganze Weile hin, genau. Hast du Angst, dass sich vielleicht die Stimmung gegen dich als deutschen Staatsbürger vielleicht doch irgendwie verschärfen könnte? Weil die Politik ja doch sehr standhaft ist hier in Europa, in Deutschland, und der Bundeskanzler nun auch heute wieder ganz klar sich von dem Krieg distanziert hat. Nimmt man das überhaupt wahr in Amerika? Wird das? Ja, man nimmt das schon wahr. Man nimmt auch die französische Position an. Also ich kann jetzt sagen, ich persönlich bin nie angegriffen worden bisher. Mhm. Es hat auch keinen bösen Kommentar gegeben. Was ich aber generell sehen kann, dass viele Amerikaner sehr, sehr antifranzösisch eingestellt sind. Mhm. Also es ist wirklich auch sehr negativ. Also sowas ist, glaube ich, gegenüber Deutschland nicht der Fall. Gibt es so zumindest lokale Aufrufe, französische Waren nicht mitzukaufen? Käse, Wein und so etwas? Habe ich, glaube ich, irgendwas im Fernsehen gesehen, aber... Mhm. Aber in deiner unmittelbaren Umgebung ist dir das nicht aufgefallen? Nein, nein. Ich würde auch mal sagen, so das Alltagsleben, was ich heute erlebt habe oder die Tage zuvor, ist eigentlich Business as usual. Ich würde dich gerne noch fragen, ansprechen auf den Verteidigungsminister Rumsfeld und dessen unsägliche Äußerung heute Abend, wie ich finde, nach meinem Geschmack. Ja. Das hast du wahrscheinlich auch verfolgt. Ich kenne die Äußerungen im Detail nicht, aber ich würde mal sagen, dass das Rumsfeld an sich keine Umgangsformen hat. Also das würde ich mal einfach so sagen. Wie ist er denn so ich kann dich jetzt nicht fragen, wie er in Amerika geachtet ist, aber in deinem persönlichen Umfeld, bei deinen amerikanischen Freunden, was denken die über diesen Mann? Sehr unterschiedlich. Also würde ich mal sagen, er wird schon, denke ich, eher als sehr... will ich sagen, er spricht sehr unverblümt und sehr unvorsichtig, würde ich mal sagen. Mhm. Es gibt Leute, die sind durchaus seiner Meinung. Es gibt auch Leute, die nehmen ihn nicht so ernst aufgrund der Art der Äußerung sozusagen. Also dieser Mann hat zumindest bei mir bewirkt, dass ich verdammt stolz bin, Europäer zu sein, zum alten Europa zu gehören und auch verdammt stolz bin, ein Deutscher zu sein, nach den Beschimpfungen, die man sich hat anhören müssen von ihm. Ja. Ja, das stimmt schon. Also ich denke, man darf sich nicht praktisch durch die Amerikaner eine Meinung vorschreiben lassen oder einfach aufoktroyieren lassen. Ich denke, man sollte schon Selbstbewusstsein da zeigen. Ja, und wobei wir nochmal unterstreichen wollen, das sind nicht die Amerikaner, ne? Das ist ein Teil der amerikanischen Regierung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich möchte auch nochmal ganz klar sagen, es gibt wirklich Leute hier, die sind auch dagegen. Mhm. Es gibt durchaus eine Vielfalt der Meinungen, obwohl es jetzt in den Medien nicht so davor kommt. Und ich kann auch jetzt nicht sagen, dass sich jetzt irgendwelche Verhältnisse zu Leuten, die ich kenne, geändert haben dadurch. Ja. Dann wollen wir hoffen, dass das so bleibt. Ja. Ich bedanke mich für das Gespräch und sage alles Gute und schöne Grüße in die USA. Danke. Tschüss. Ebenso. Ja, tschüss. Sabrina, 20 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Sabrina, hallo, du bist dran. Ja. Ich grüße dich. Hallo. Um was geht's bei dir, Sabrina? Es geht bei mir darum, dass ich seit 3 Jahren ins Bett pinkle. Mhm, seit 3 Jahren? Ja. Bist du Bettnässerin? Ja. Das ist ja eine ernste Geschichte, ja, die dir wahrscheinlich viele Probleme bereitet. Ja. Ja. Seit 3 Jahren. War irgendwas vor 3 Jahren? Nein, eigentlich nicht, nein. Da warst du 17? Es fing das wirklich ganz plötzlich an, dass du morgens einmal aufgewacht bist und da war es passiert. Ja, also es fing damit an, dass ich nachts immer damit anfing, also kuriose Sachen zu träumen. Also ich habe das meiste, woran ich mich an meinen Träumen erinnere, ist, dass ich in einem Wald stehe. Es ist niemand da, ich fühle mich total einsam und ich träume den Traum auch nicht weiter, nichts. Das ist ja eher ein Horrortraum, ein Albtraum, ne? Dass du eigentlich schon, ja. Der kam auch urplötzlich, ich weiß auch nicht warum. Und naja, dann jedes Mal, wenn ich dann aufwache, dann, naja. Und dieser Traum bewirkt quasi, dass du dann urinierst, wahrscheinlich vor Angst im Traum, und dass es dann passiert. Ich denke mal, ich weiß es nicht. Ist das immer heute auch noch so, nach 3 Jahren, dass immer, also es passiert nur immer, wenn du diesen Traum hast?
Ich träume eigentlich nur noch diesen Traum. Also ich weiß nichts, ich träume eigentlich nichts anderes mehr, nur noch diesen Traum. Ach, du stehst alleine im Wald? Ja. Im dunklen oder im hellen Wald? Im dunklen. In einem dunklen Wald, in einem Tannenwald, in einem Laubwald? Weiß nicht, das sind Bäume um mich herum. Mhm. Ich erkenne keine richtigen Umrisse oder so. Ich weiß nur Bäume im Wald. Frierst du in diesem Traum auch? Nein, ich fühle mich eigentlich normal, also aber halt ängstlich. Mhm. Ängstlich oder panisch, dass du sagst, ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, wie ich hier fliehen kann? Ja, vielleicht doch eher panisch. Ja, ja. Ich bin kein Traumdeuter, ich kann dir nicht sagen, was hinter diesem Traum steckt, aber es ist mit Sicherheit irgendein Signal deines Unterbewusstseins, was auf irgendwas Konkretes hindeutet. Wie oft kommt denn das vor? Also fast jeden Tag. Fast jede Nacht? Ja, fast jede Nacht. Mhm. Lebst du alleine? Ich lebe mit meiner Mutter, meinen Eltern. Ja. Hast du einen Freund gehabt in den letzten Jahren? Gar nicht? Nein. Ja. Noch nie einen gehabt? Doch, vor 5 Jahren. Ja. Würde dich das auch davon abhalten, dass du dich schämst, dass du dich gar nicht auf eine Beziehung einlassen möchtest? Eigentlich will ich ja mich auf eine Beziehung einlassen, nur irgendwie, keine Ahnung, ich bin ja auch kein einsamer Mensch. Ich gehe viel mit Arbeitskollegen aus oder mit Freunden. Ich unternehme ja eigentlich auch viel. Ja. Nur wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann denke ich mir auch noch nichts dabei. Mhm. Wenn ich dann halt einschlafe, dann... Mhm. Aber es könnte ja sein, dass eben dieses, was dich da so plagt, auch davon abhält, dich auf einen näheren Kontakt mit einem jungen Mann einzulassen. Ich weiß nicht, eigentlich will ich ja. Ja, du willst es, aber vielleicht ist so eine Angst da. Es ist ja schon auffällig, wenn du seit 5 Jahren keinen, mein Gott, 5 Jahre, da warst du 15, das war eine Jugendgeschichte und seitdem nichts mehr gelaufen ist. Ja. Wie geht denn deine Mutter damit um? Weiß die das? Kriegt die das mit? Nein, die weiß das überhaupt nicht. Das weiß überhaupt keiner. Aber das ist ja dann nass im Bett. Wie säuberst du das dann? Meine Mutter ist ja halt auch berufstätig und ich versuche dann, das dann so weit zu verbergen, dass ich die Wäsche entweder sofort wasche und fertig mache oder halt irgendwie so an der Luft hänge und trockne und dann in die Wäsche packe. Aber da ist ja richtig viel Action. Wenn das jede Nacht passiert, hast du ja immer viel zu tun, um das zu beseitigen. Ne? Es geht morgens eigentlich immer ganz schön rund. Ja, sobald ich merke, dann erstmal voll die Panik. Mhm. Und dann als nächstes, oh Gott, weg damit. Und legst du dir da irgendwie eine Matte ins Bett, eine Gummifolie oder sowas? Ja, ich habe es mal versucht, so mit Tüten unter der Bettdecke, damit die Matratze nicht mehr weiter uriniert wird, aber... Also wenn du dir eine richtige Gummimatte kaufen würdest, hättest du vielleicht auch Angst, dass deine Mutter das entdeckt, oder? Ja, die wird dann auch Fragen stellen und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, dass meine Mutter sagen, mein Gott, ich bin 20 und ich... Jetzt wundert mich sehr, du sagst, du hast das noch nie jemandem erzählt und du wirkst ja auch so ein bisschen eher zurückhaltend, etwas schüchtern. Dass du dich getraut hast und dass du den Schritt unternommen hast, hier anzurufen. Ja, weil du mich nicht siehst, du kennst mich nicht, du kannst dich, du würdest jetzt nicht, zum Beispiel, wenn man uns auf der Straße sehen würde, du würdest nicht sagen, haha, du bist dort Wiener, die jetzt ins Bett bist, also würdest du nie machen, aber du weißt nicht, wer ich bin und deswegen fällt mir das leichter, als mit einer Freundin zu reden. Das würde ich auch nicht machen, wenn du mir jetzt gegenüber sitzen würdest, aber das nur als Zusatz. Okay. Das würde ich nicht machen. Ich finde das ein Warnsignal, Sabrina. Wenn du seit 3 Jahren unter so etwas leidest und es so einen engen Zusammenhang auch gibt mit diesem Traum, ist das wirklich ein Fall für einen Psychologe? Es ist ein Fall für einen Psychologen, für eine Therapie. Da sitzt du natürlich dann jemandem gegenüber, aber das ist jemand Professionelles, da musst du dich auch nicht schämen. Ja. Das, aber? Ja, ich weiß nicht, aber ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, woher das kommen soll, warum ich... Um das zu verstehen, musst du ja eben zu einem Menschen gehen, der das mit dir erarbeitet, woher das kommt. Du verstehst es nicht, ich verstehe es auch nicht. Aber ich bin sicher, wenn du in eine Therapie gehst und jede Woche eine Stunde eine Therapiesitzung hast,
dass man dir wird helfen können, dass man da in irgendwelche Ursachen reinkommen wird. Mhm. Wie ist denn das Verhältnis eigentlich zu deinen Eltern? Ist das gut? Es ist relativ, ja. Also gut. Durchwachsen? Ja. Das Verhältnis zu deinem Vater? Eher weniger so. Also das Verhältnis zu meiner Mutter ist ein bisschen beständiger als das zu meinem Vater. Mhm. Bist du Einzelkind? Ja. Mhm. Und das Verhältnis so früher, als du Kind warst zu deinem Vater, erinnerst du dich, wie das da so war? Zu meinem Vater? Ja. War das ein netter, liebender Vater? Ja, okay, wenn ich ihn so gesehen habe, war er eigentlich doch schon nett. Mhm. Er hat dich nie irgendwie geschlagen oder dir was Übles getan? Nein. Mhm. Nein. Aber es war auch nicht, oder es ist dann auch bis heute nicht so eine richtige Herzlichkeit entstanden, eher eine Distanz zwischen Vater und Tochter. Ja, weil mein Vater ja auch Alkoholiker ist und, naja. Geschlagen hat er dich nicht, frage ich nochmal. Nein, geschlagen hat er mich nicht, meine Mutter mich auch noch nicht. Mhm. Ich will da nicht tiefer in dich eindringen, Sabrina. Ich möchte gern, dass du mit meiner Psychologin ein wenig weitersprichst, mit der Anna. Ja. Und die Anna wird dir sicher auch erklären, wie du am besten vorgehst, wenn du dich für eine Therapie entscheiden solltest, zu der ich dir wirklich dringend rate. Du leidest seit 3 Jahren daran, es kam ganz plötzlich und es wäre für dich sehr schön und auch eine Steigerung der Lebensqualität, wenn das weg wäre. Mhm, ja, da müssen wir gleich drüber reden, das ist ja ganz klar. Klar. Also, du legst bitte auf und Anna ruft dich gleich an. Ja. Alles Gute von Herzen. Ja. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Daniel, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Um was geht's, Daniel? Es geht wie immer um den Irakkrieg. Ja, wie ist deine Auffassung? Ich befürworte die amerikanische Politik voll und ganz. Du unterstützt sie voll und ganz? Ja, voll und ganz. Mhm. Warum? Weil ich bin der Meinung, dass so ein Mann oder so ein Regime, was da unten eben an der Macht ist, abgelöst werden muss. Mhm. Und die, sage ich mal, die diplomatischen Beziehungen oder die diplomatischen Wege sind einfach zu Ende. Mhm. Wir reden ja jetzt nicht von 6 Monaten oder so, sondern das geht ja jetzt schon über 12 Jahre. Aber der Weltsicherheitsrat war anderer Auffassung. Ja, aber 17 UNO-Resolutionen kommen ja nicht umsonst. Die kommen ja nicht umsonst gegen den Irak. Mhm. Und ich habe das sehr verfolgt, auch am Montag, die Diskussionen und so, bei dir auch in der Sendung. Mhm. Und ich habe mal bei Sabine Christiansen einen Iraker gesehen, der eine ganz entscheidende, für mich ganz entscheidende Aussage gemacht hat, dass dieses Regime weg muss. Das ist zum Beispiel, dass gewisse Medikamente, die Kinder da unten lebensnotwendig benötigen, nicht eingeliefert werden dürfen in dieses Land, weil man Angst hat, dass diese Medikamente gefiltert werden, um da irgendwelche chemischen Substanzen rauszuziehen, die man dann auf Waffenbasis nutzen kann. Mhm. So, und du meinst nicht, du bist nicht der Auffassung, dass man es vielleicht doch auf friedlicherem Wege, auf friedlichem Wege, auf diplomatischem Wege weiter versuchen sollte? Nee, also Du nimmst in Kauf, dass vielleicht Hunderttausende jetzt sterben. Man muss mal sehen, dieser Mann, der ist ja 30 Jahre, man spricht ja schon über 30 Jahre, in der Zeit ist er ja an der Macht. Mhm. Und alleine unter seinem Regime und in seiner Verantwortung sind mit Sicherheit mehr Menschen schon ins Leben gekommen, als dieser Krieg kosten wird. Und wenn er an der Macht bleiben würde... Das heißt im Klartext, das ist okay, wenn jetzt Hunderttausende sterben, ermordet werden. Man muss es ja immer dann auch so klar ausdrücken. Das ist ja eine Zynik, ne? So das zu vergleichen. Natürlich hast du recht in dem, was du sagst, dass es schlimm ist und dass es eine schlimme Vergangenheit hat. Im Übrigen, man darf ja nicht müde werden zu sagen, es gibt genügend andere Regime, die genauso so viel Dreck im Stecken haben. Und dazu wollte ich auch und es passiert sagen. Nichts. Ich finde, das größte Hauptargument eigentlich ist immer, dass Menschen sterben, Menschen ermordet werden, Menschen hingeschlachtet werden. Ich sage das wirklich so dramatisch und so drastisch, weil es ist ja so. Unschuldige Menschen. Bitte? Die schlachtet er ja auch ab. Wer rechtfertigt das denn? Mein Gott, kann man denn so denken? Ich finde schon. Also ich finde schon, man muss das ja mal über 30 Jahre sehen. Und diese Diplomatie,
Also das sind ja jetzt über 12 Jahre, und ich kann auch so eine Aussage von dem Herrn Fischer, die ich heute gesehen habe, der gesagt hat, er wäre zutiefst bestürzt, weil der Herr Bix gesagt hätte, man würde ja nicht über Jahre sprechen oder über, sondern nur über Monate. Der lacht sich da unten, in meinen Augen lacht er sich kaputt darüber, weil so 12 Jahre, in denen ja nichts passiert ist. Ja, es ist immerhin passiert, dass es keine Massenvernichtungswaffen mehr gibt. Ja, wer sagt das? Davon geht man jetzt erstmal aus. Das Gegenteil ist nicht bewiesen. Das Gegenteil ist nicht bewiesen, das ist das Argument. Das Gegenteil ist nicht bewiesen. Das ist Propaganda der Amerikaner. Wärst du denn bereit, das muss man ja auch immer in einer solchen Diskussion fragen, wärst du bereit, da zu kämpfen? Ja. Aha. Naja, dann melde ich doch freiwillig bei den Amerikanern. Kämpfe. Ja, gut, wenn man mich fragen würde, ich würde das wirklich tun. Mhm. Also ich hätte auch damals sofort auch im Afghanistan-Krieg zugesagt. Also das ist aber was ganz anderes. Mhm. Und ich bin der Meinung, eben auch auf die Frage hin, warum der Irak, also das ist meine Meinung dazu, da kann ich falsch liegen, weil der Irak von allen Ländern das kleinste und das schwächste ist. Mhm. Und ich denke, dass die Amerikaner vielleicht nur zeigen wollen den anderen, passt auf, es kann genauso gehen. Nee. Der erste Teil deiner Aussage ist richtig. Es ist das kleinste und das schwächste, und da kann man draufhauen. Bei den anderen trauen sie sich nicht. Ja, vielleicht. Ne? Genau so ist es. Und letztendlich geht es, du glaubst doch nicht im Ernst. Das klingt also ehrenwert, was du sagst. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Amerika all das unternimmt, um dort Demokratie und Menschenrechte herzustellen. Dann müsste Amerika oder die amerikanische Regierung aber hochaktiv auf der ganzen Welt sein. Es geht doch nur um Machtinteressen. Nur. Ich glaube nicht, oder sagen wir mal so, ich hoffe es nicht. Also ich hoffe eben, dass die Demokratie da Einzug dann halten wird und dass es anders werden wird. Weil die Leute, die in diesen Talkshows sind, diese Exil-Iraker, die in Deutschland leben, die sagen ja ganz genau, so und so läuft es. Und die Kinder, sie sehen, die Kinder leiden, und diesen Hussein, den stört das ja überhaupt nicht. Mhm. Ja, also ich sage ja, man muss in dieser Diskussion immer aufpassen, wenn man gegen den Krieg ist, ist man nicht für diesen Diktator. Das möchte und ich auch er nochmal. Hatte ja die Möglichkeit zu gehen, und er hätte ja sagen können, so und so, und die Amerikaner, also ich glaube auch nicht, dass die Amerikaner dann den Krieg geführt hätten. Sie wären zwar mit den Truppen einmarschiert, bin ich fester Überzeugung von, auch wenn er jetzt ins Exil gegangen wäre, aber es wäre wahrscheinlich unblutig ausgegangen, und sie haben ihm ja die Möglichkeiten gegeben, oder sie haben ihm ja mehrmals gesagt, okay. leg es offen da, natürlich, was du hast, natürlich, und dann können wir reden. Und er hat ja, wobei sie zum Schluss, wir wollen jetzt das auch nicht schönreden, zum Schluss hat man gesagt, auch wenn er geht, werden wir einmarschieren. Ja. Und so, aber bei all diesen coolen Überlegungen und strategischen Überlegungen muss man immer wieder in den Vordergrund stellen, dass es um Schicksale geht und um Menschenleben, die jetzt vernichtet werden. Wohl wahr, aber man muss auch die sehen, die schon vernichtet worden sind durch diese Person. Ne? Das muss und man, auch man muss aber auch sehen, ich finde, dass man alles Diplomatische tun sollte, solange es irgend möglich ist. Und wenn wirklich hoch angesehene Fachleute im Kreise der UNO bis hin zu Kofi Annan das wollen und dieses forciert haben, und jetzt völlig frustriert vor der Weltpresse stehen, finde ich das fürchterlich und ein Armutszeugnis für die amerikanische Regierung. Naja, also vielleicht machen die Amerikaner auch das, was sich die UNO nicht getraut hat, auszusprechen. Keine Ahnung, also 17 Resolutionen kommen ja nicht umsonst. Also da muss ja irgendwas sein. Die kommen ja nicht, die werden ja nicht aus Spaß erstellt. Nö, das bestreitet ja auch kein Mensch. Das bestreitet kein Mensch. Und die Zusammenarbeit, also wenn die zusammen, ich schätze auch, dass wenn die Zusammenarbeit vom Irak wesentlich besser gewesen wäre, die der Herr Blix ja auch bemängelt hat, wäre es nie, glaube ich, jetzt zu diesen Aktionen gekommen. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass die Amerikaner, dass denen das alles egal war, was Herr Hussein gemacht hat, die wollten da einmarschieren. Nun gut, du bist anderer Meinung. Ich teile diese Meinung überhaupt nicht und der größte Teil der europäischen Bevölkerung auch nicht, aber es ist ein gutes Recht natürlich, das so zu vertreten. Ja, und zu sagen. Ich respektiere auch die Meinung der anderen, das ist ganz klar. Also ich meine, das ist so in Ordnung, oder es muss vielleicht so sein, oder es wäre auch so gekommen. Und gut. Daniel, danke für deinen Anruf. Ich wünsche einen schönen Abend. Dankeschön, tschüss. Zu dem Thema auch noch zwei Äußerungen, zwei Faxe, einmal von Frauke aus Siegen. Die schreibt, hallo Domian, ich finde es unerträglich, dass du deine Antikriegseinstellung so heraushängen lässt. Ich finde gut, was die Amerikaner machen. Schließlich haben die Amerikaner uns von den Nazis befreit.
Und jetzt befreien sie einen Teil der arabischen Welt von einem schlimmen Diktator. Und das ist ja erst der Anfang. Vielleicht gelingt es ja den USA, den gesamten arabischen Raum in eine demokratische Welt umzubauen. Was, bitteschön, ist dagegen einzuwenden? Und eine Meinungsäußerung oder ein Fax von Boris aus Kaiserslautern, der schreibt: Hi Domian, zum Thema Irakkrieg kann ich nur sagen, mein gesamtes Weltbild bricht zusammen. Ich bin 19 Jahre alt und war immer ein absoluter Fan der USA. Ich fand dieses Land und den Spirit, der von ihm ausging, immer cool. Die Musik, die Lebenseinstellung, die Filme doch, den Sport, die Leute, die Mode, einfach alles. Jetzt aber beginne ich ganz anders zu denken. Mich ätzt ein Land an, das Menschen wie jetzt in diesem Krieg so sinnlos ermordet. Mich ätzt dieser ganze US-Patriotismus an. Mich ätzt an, dass die Amis die Welt beherrschen wollen und uns allen ihre Meinung und ihre Werte aufzwängen wollten. Ich habe keinen Bock mehr auf USA. Ich glaube, dass unser Europa und unser Deutschland viel besser ist. Boris aus Kaiserslautern. So, ihr Lieben, jetzt haben wir an der Strippe die Ute. Und die Ute ist 67 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ute, um was geht's? Dreimal kannst du raten, was mein Thema ist. Auch der Krieg. Ich sag zu dem Vorredner gerade: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie sagen und wissen in keiner Weise, wovon sie reden. Mhm. Also ich habe Angst und solche Aussagen wie eben und im Laufe der Sendung vorher schon mal machen mir noch mehr Angst. Mhm. Meine Position: Ich halte diesen Bush in seiner Ignoranz gepaart mit dem absoluten Machtanspruch für seine Politik und die Durchsetzung dieser, die halte ich im Moment, halte ich den für den gefährlichsten Mann dieser Welt. Einschließlich aller schrecklichen Diktatoren, die sonst noch in vielen Ländern herumschweben. Also ich bin entsetzt und ich weiß meinen Worten, du merkst es auch schon, kaum Ausdruck zu geben. Ich wünsche diesem jungen Mann nicht, wie ich, monatelang im Luftschutzkeller zu sitzen und die Bomben fliegen um ihn rum. Ich wollte gerade sagen, du bist eine Generation mit 67, du hast es noch erlebt. Richtig. Du weißt, was das bedeutet. Weißt du, ich weine wirklich, ich weine, die Tränen laufen mir um diese Kinder, die da jetzt in den Häusern sitzen. Mhm. Und wir hatten noch einen Luftschutzkeller, die haben keinen, die sitzen in den Wohnung und selbst, völlig ungeschützt. Und selbst wenn sie einen hätten, bei diesen schlimmen Waffen heutzutage nutzt das ja kaum was. Ja, und da möchte ich noch sagen, zum Beispiel heute mit diesen Raketen auf Kuwait. Mhm. Ich traue dieser Sache nicht. Mhm. Erst hieß es, man weiß nicht, wo sie herkamen. Amerika hat natürlich sofort gesendet vom Irak. Mhm. Ich glaube das nicht. Bis heute Abend waren Zweifler da, die gesagt haben, es ist noch völlig ungeklärt, wo die herkamen. Ja, das hat von. Ich traue diesen Bush zusammen mit seinem Bumsfeld, wie ich immer sage. Mhm. Den traue ich alles zu. Alles. Ich traue beispielsweise auch überhaupt nicht den US-Medien. Das ist ein Klumpatsch. Die kitten und nageln uns zu. Ich habe heute mal eine Strichliste gemacht, weil ich den ganzen Tag heute mir dafür genommen habe, dass ein Sender 32 Mal dieselbe Nachricht durchgekaut hat. Die sollen ihre Nachrichten bringen und Fakten auf den Tisch legen und uns mit diesen gefakten Bildern aus den USA verschonen. So, Ute. Das sieht jetzt fast hast du aus manchmal wie aus dem ersten Golfkrieg, jetzt hast du, wenn sie die nochmal benutzen. Gerade darauf hingewiesen, zu Recht darauf hingewiesen, dass du selbst weißt, was Krieg bedeutet. Nun waren es aber die Amerikaner, die die Deutschen von den Nazis befreit haben. Richtig, und dafür bin ich Ihnen ewig dankbar, das differenziere ich ganz eng. Wir haben damals den Krieg, wir waren die Aggressoren. Heute ist USA die Aggressoren, wir waren die Aggressoren. Und ich bin bis heute den Alliierten dankbar, dass sie uns befreit haben, denn sonst wäre das ja ein Schrecken ohne Ende geworden. Also bis ich finde, heute. Bei aller deswegen bin ich umso mehr enttäuscht, ne, von der jetzigen Politik. Und ich befürchte, auch wenn die Amerikaner nicht bald dafür sorgen, dass diese Politik sich grundlegend ändert, dann bedeutet die USA auf lange Sicht eine Wahnsinnsgefahr für die ganze Welt. Also ich finde diesen Hinweis wirklich auch sehr, sehr, sehr richtig, dass wir bei aller Kritik und scharfer Kritik an den Vereinigten Staaten die Vergangenheit nicht vergessen dürfen.
Natürlich nicht. Natürlich, ich weiß selbst, das muss man differenzieren, auf, das ist ganz auf, wichtig. Aufgrund meiner Familiengeschichte, wie dankbar die Leute in West-Berlin waren, dass die Amerikaner da waren. No. Und das über Jahrzehnte. Aber ich habe sie einmarschieren sehen. Die sind, ich habe an der Elbe gewohnt, sogar in der Elbstraße. Und die sind dann in die Elbauen, haben da ihre Camps aufgeschlagen. Ich war 11 Jahre alt bei Kriegsende. Ich wurde, ging also ins 11. Lebensjahr, da weißt du schon über vieles Bescheid. Ja, ja. Und es ging ein Ruck wie eine Befreiung, im wahrsten Sinne des Wortes, durch die ganze Bevölkerung. Und die Leute wurden freundlich begrüßt. Und dieses Feeling habe ich das ganze Leben behalten. Und was ich will auch sagen, was die Enttäuschung, was da jetzt für eine Entwicklung stattfindet. Ich habe Verwandte in Amerika, wir telefonieren täglich. Die sagen, ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Propaganda auf uns abgerollt wird. Mein 95-jähriger Opa hat mir am Telefon gesagt, tut mir leid, aber es erinnert mich an die Propaganda, wie genau wie vor dem Zweiten Weltkrieg. Nur die Gefahr ist, dass jetzt noch die Bilder dazukommen. Also ich traue dieser Politik, diesem Staat. Ich liebe die Amerikaner. Ist das bei dir so, dass durch die Regierung Bush du so ein Wechsel in deiner Meinung vollzogen hast? Ja, dass du ich wollte genau wie du nach Amerika im Sommer fahren. Ich habe allen Verwandten abgesagt. Ich würde auch nicht nach Spanien fahren, was meine zweite Heimat ist, weil ich mit einem Spanier verheiratet war. Ja. Also würde ich, es ist für mich aus. Es war alles geplant, es ist für mich aus. Ich fahre nicht ein Land, wo Kriegs aber das heißt auch, dass du vorher, lass mich noch fragen. Entschuldigung. Ja, bitte, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ich bin richtig im Prass, ne? Ja, ich merke das schon. Ja. Nee, sprich, erzähl, sag. Nee, ich wollte sagen, dass ich wie du das erste Mal richtig stolz bin, dass unser Land nicht zu den Kriegstreibern gehört. Und dem Schröder, dem ich schon das S für Sozial aus seinem Parteilogo streichen wollte, alles verzeihe und ihn jederzeit wieder wählen würde, wenn er bei dieser Linie bleibt. Und ich bin zum ersten Mal stolz auf eine Kirche, aus der ich schon seit Jahrzehnten eigentlich austreten wollte, weil ich diese Halbheiten, mit der sie immer noch nicht zu ihrer Vergangenheit steht und viele andere Aspekte ablehne. Ja. Ich habe immer gesagt, der Kirche wird es nicht gelingen, mir den Rest meines Glaubens zu nehmen. Aber heute bin ich zum ersten Mal stolz. Ich muss dir sagen, ich finde es auch ganz toll, dass die katholische Kirche, die evangelische Kirche so eine klare Meinung hat. Ja. Ohne Wenn und Aber. Wunderbar. Wunderbar. Liebe Ute, wir müssen Schluss machen. Die Sendung ist gleich am Ende. Ich freue mich, dass du durchgekommen bist und dass du das sprechen können. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ich wünsche dir auch alles Liebe. Dankeschön. An Schlaf ist nicht zu denken. Ich leide wirklich mit den armen Menschen dort. Und einen letzten Satz noch von dem Vorredner. Wir müssen leider Schluss machen. Die Leichen vom Saddam aufzuwiegen mit den Leichen, die jetzt entstehen, finde ich pervers. Ute, ich muss Schluss machen. Tschüss. In der Technik, Annette Bastian. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Tschüss.